Hello, my name is Yana Skokan. I'm the co-founder of Frogix. I want to welcome you and thank you for joining our Frogix YouTube channel today. If you like the content that we're sharing and the ideas that we're discussing, please like it, comment on it, and share it. And most importantly, come and join us on our live events. You have the opportunity to discuss with experts, exchange with like-minded people, and expand your perspectives all around topics related to sustainable building, sustainable living. And I also want to encourage you to click the little notification bell, subscribe to our channel, and never ever miss another episode of Frogix Green Tech Talks in the future. I'm looking forward to seeing you in the next one. Willkommen bei Frogix Green Tech Talk. Heute ist mir eine große Freude, Mr. Noé Michel bei uns zu haben und begrüßen zu dürfen. Noé ist der Gründer und der Ideen-Konzept-Owner von dem Leihlager in Basel. Und danke vielmals, Noé, nochmals für die Zeit, dass du hier mit uns bist. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über das Leihlager erzählen, was die Idee so ist dahinter und wie die Leute es eigentlich auch benutzen können. Und danach würden wir ihnen sicherlich auch mehr zeigen, wie es so im Leihlager geht. Super, danke vielmals für die Einladung. Ich bin Mitgründer des Leihlagers. Wir haben das Leihlager vor 2,5 Jahren zu dritt in Basel ins Leben gerufen. Das Konzept ist eine Bibliothek der Dinge. Das heißt, wir haben Objekte gelagert, die man bei uns ausleihen kann, die man nur für einen bestimmten Zeitraum benötigt. Die Leute können ein Jahresabo bei uns abschließen, das kostet 75 Franken einmalig und dann können Sie bis zu 3 Objekte aufs Mal kostenlos bei uns leihen für den Zeitraum von einer Woche. Das ist am attraktivsten, weil man zwar schon einmal etwas dafür bezahlt, aber das Abo ist relativ günstig, wenn man dann sieht, was wir so haben. Unter www.leihlager.ch können die Leute in unseren Online-Katalog einen Blick werfen und stöbern und dann sieht man dann ziemlich schnell, was für spannende Objekte wir haben. Und das Leihlager ist auch dafür da, um Neues auszuprobieren. Genau. Und man kann dann die Objekte reservieren und kommt dann bei uns in Basel an der Feldbergstraße vorbei, holt die Objekte ab oder lässt sie zu sich nach Hause liefern. Wir kommen dann mit dem Lastenrad und die Objekte kommen dann wieder zu uns zurück. Und wir warten und pflegen die Objekte und machen sie dann wieder bereit für die nächste Leihgabe. Hey Noé, das ist eine ganz mega Idee, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wie viele Ressourcen werden dann verschont mit verschiedenen Elementen, die man halt wieder und wieder benutzt. Ihr habt verschiedene Kanäle, wo ihr Einzelpersonen, aber auch für Unternehmen ein bisschen so die Möglichkeiten öffnet, sich in den Zyklus, in die quasi Kreislaufwirtschaft ein bisschen einzubinden und halt neue Elemente zu suchen. Was war denn die Idee dahinter? Also wie seid ihr dazu gekommen? Okay, wir machen das jetzt in Bahn. Ich bin im Studium zum ersten Mal mit dem Konzept in Berührung gekommen. Ich habe Innenarchitektur und Szenografie studiert, Raumgestaltung. Und eine Bibliothek der Dinge ist auch eine Raumgestaltung. Man braucht weniger Güter zu Hause, kann Raum anders nutzen. Und so bin ich das erste Mal mit dem Konzept in Berührung gekommen und dachte mir, hey, ich möchte das mal nach Basel bringen und habe dann Felix kennengelernt, der das auch machen wollte. Und Meret ist dann dazu gestoßen und so kam das dann langsam ins Rollen. Also das Leihlager gibt es jetzt seit 2,5 Jahren zugänglich. Also die Leute können seit 2,5 Jahren Sachen ausleihen, aber wir haben schon 2 Jahre vor der Eröffnung eigentlich angefangen, da das Projekt zu entwickeln und das umzusetzen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Ja. Super. Und vielleicht zum Abschluss, bevor wir also in die kleine Demo gehen von dem Leihlager. Was ist denn die Vision? Also was ist denn das so die Idee, wo du siehst, okay, da möchten wir hin, das ist so das Ziel für uns? Ja,
Unser Ziel ist es sicher, mehr Leute zu erreichen, die Leute auf den Genuss bringen, auf unser Sortiment, das Bewusstsein schaffen, hey, ich brauche nicht alles selber. Wir müssen auf jeden Fall zugänglicher werden. Wir haben Stand heute 3-mal in der Woche geöffnet, 3 Stunden, was sehr, sehr kurz ist, aber wir haben auch ein Team, also unser Team besteht aus gut 20 Leuten, die auch ehrenamtlich arbeiten, und wir schaffen es zurzeit einfach nicht kapazitätmäßig mehr geöffnet zu haben, aber da wir haben jetzt wie auch gemerkt, es ist mega wichtig, wo wir sind. Die Leute in der direkten Umgebung, das sind unsere größten leihende Personen. Und wir versuchen jetzt auch Pickup-Stationen zu entwickeln. Also das gehen wir dieses Jahr noch an. Da werden die Leute die Möglichkeit haben, Objekte in die Pickup-Station zu bestellen. Und dann gibt es eine kontaktlose Übergabe, aber die Leute können dann selber entscheiden, von morgens bis abends, um welche Uhrzeit sie die Objekte beziehen möchten. Perfekt. Da sehen wir schon großes Potenzial, das halt in verschiedenen Quartieren in Basel zu machen. Also wir werden uns auf Basel konzentrieren. Und wir wollen halt auch irgendwie Freude und Anreiz wecken, eben Neues auszuprobieren. Man hat dann das Abo, sieht dann im Leihlager oder im Online-Katalog mal ein Objekt, das man noch nie gesehen hat, und findet wie so, hey, komm, das probieren wir mal aus. Und wir wecken so dann auch neue Ideen und motivieren die Leute vielleicht auch, mehr selber Sachen zu machen und auszuprobieren. Perfekt, perfekt. Es ist ja auch immer wieder so das Thema Nachhaltigkeit ist wunderschön und man hat ganz tolle Möglichkeiten. Manchmal ist es aber auch teuer. Also das ist manchmal so das Element, das Argument, dass man mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss, dass es nicht immer erschwinglich ist. Wie sieht es bei dem Leihlager aus? Habt ihr auch Möglichkeiten, dass vielleicht auch so diese für sozial Schwächere oder halt so verschiedene Modelle, wo man eventuell ein bisschen zugänglicher und offener bleibt, dass alle quasi von dem Modell wirklich profitieren können. Habt ihr so eine Möglichkeit? Ja, also unser generelles Abo für 75 Franken ist meiner persönlichen Meinung nach schon relativ günstig. Aber es gibt halt immer Personen, die finanziell schwächer dastehen, und da gibt es die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, und dann können die Leute ab 0 Franken eigentlich selber entscheiden, wie viel das sie zahlen können und wollen, und können somit ein Abo abschließen. Also da gibt es auch die Möglichkeit. Mhm. Und der Aufwand von der Nachhaltigkeit, der liegt auch zu einem großen Stück bei uns. Mhm. Im Team, weil es ist ultra aufwendig, die Objekte zu katalogisieren, ins Inventar aufzunehmen, die Objekte auch zu warten und zu pflegen. Bei jeder Leihgabe, die dann wieder zurückkommt, müssen wir schauen, ist es vollständig, funktioniert es noch? Und unser Sortiment ist halt wahnsinnig breit. Wir haben von Werkzeug über Party-Equipment, Camping-Ausrüstung, Sport und Spiele, Küchenartikel, querbeet. Und das macht es nicht ganz einfach, die Objekte ordentlich zu warten. Also da fließt sehr viel Zeit vom Team Leihlager hinein, damit da der nachhaltige Aspekt funktioniert. Super, hey, Noe, Michi, danke vielmals für deine Zeit heute, dass du bei uns hier in den Frogeek Screen Tech Talk Runde dabei warst. Auch für die Vorstellung von Leihlager. Wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr mit dem Leihlager in Basel und eigentlich auch noch mal weiter. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
und dass wir möglichst wirklich auch viele Leute erreichen, die das Konzept dann auch spannend finden, mal probieren möchten und dann auch ein bisschen so die Lust aufs Entdecken von neuen Ideen erwecken. Ja, danke vielmals für deine Zeit nochmals. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns in der nächsten Runde von den Frogix Green Tech Talks. Super, danke vielmals. Wie sieht es aus? Also ich hole mir ein Jahresabo als Einzelperson. Was kann man da eigentlich alles hochladen? Was braucht man da? Also hier auf unserer Webseite erklären wir so, du registrierst dich zuerst kostenlos, dann kannst du in den Online-Katalog gehen und Objekte reservieren. Dann kommst du sie entweder im Leihladen abholen, also das ist dann beschrieben. Entweder holst du sie im Leihladen ab zu unseren Öffnungszeiten oder wir bringen es dir mit unserem Lieferservice für 8 Franken pro Weg. Perfekt. Dann kannst du die Objekte nutzen, du kannst die Objekte aber auch verlängern und dann gibst du sie wieder zurück. Und unsere Leihmodelle sehen so aus. Das Jahresabo Einzelperson, da zahlst du einmal im Jahr 75 Franken und kannst bis zu 3 Gegenstände aus Mal für eine Woche kostenlos leihen. Wenn es mehr sind wie 3 Gegenstände oder länger wie 7 Tage, dann fällt eine Zusatzgebühr an. Das haben wir gemacht, weil wir die Hemmschwelle für die Objektnutzung so tief wie möglich halten wollen. Also die Leute zahlen einmalig etwas, vergessen es und können dann halt ohne jedes Mal etwas zu bezahlen, Objekte einfach beziehen. Und es ist halt nur für 3 Gegenstände und für 7 Tage, weil es halt für den privaten Haushalt dieses Abo ausgerichtet ist. Jetzt nicht für größere Projekte. Aber ja, wir haben Kundschaft, die mehr Objekte brauchen und auch für einen längeren Zeitraum. Die nutzen momentan noch das Jahresabo Einzelperson, aber wir sind da dran, ein neues Abo-Modell für Unternehmen oder so zu lancieren. Aber da tun wir uns noch etwas schwer, weil eigentlich müssten wir auch 2 unterschiedliche Unternehmen-Abos lancieren. Aber ja, wir wollen es dann irgendwie doch trotzdem so einfach wie möglich halten. Hier hast du noch Abo Plus 1 für eine Person, die im gleichen Haushalt lebt, kann für 30 Franken noch ein Abo lösen. Einzelausleihe ist ohne Abo. Da kann man einfach direkt ein Objekt für die Wochengebühr ausleihen und bezahlt pro Ausleihe noch 5 Franken. Hier haben wir noch das Jahresabo Solidarität. Mit dem entsprechenden Nachweis kann man das Abo kostenlos beziehen. Perfekt, hey, mega, das ist mega, mega. Und Einzelausleihe, das ist ein Pauschalpreis für alle Objekte? Nein, wenn du unsere Objekte findest du alle online. Und dann hast du hier zum Beispiel 5000 Dominosteine. Und wenn du da drauf gehst, siehst du die Wochengebühr, die ist bei diesem Objekt 32 Franken. Wir haben nur Wochenpreise, weil wir sehr eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Und so sind die Leute auch ein bisschen flexibler mit der Abholung, Nutzung und Rückgabe, weil sie dann automatisch nicht mega effizient planen müssen, wie sie am günstigsten wegkommen. Also ich hole es am Donnerstag ab und gebe es am Samstag zurück und nutze es am Freitag, damit ich möglichst wenig zahlen muss und habe mir dann einen Stress gemacht, sondern ich hole es am Donnerstag ab, habe eine Woche Zeit, kann ein bisschen flexibler schauen, wann ich es nutze und gebe es dann eine Woche später zurück. Das macht es ein bisschen einfacher. Und der Preis setzt sich immer, der ist zwischen 1 und 60 Franken pro Woche. Das ist jetzt ein Pokerset mit 300 Chips. Für 7 Franken kannst du den in der Einzelausleihe leihen. Und mit dem Abo ist das halt kostenlos. Also kostenlos, du hast ja schon einmal 75 Franken bezahlt. Hier eine Eismaschine für 35. Okay. Genau. Hey Noe, das ist eine ganz tolle Idee, weil tatsächlich werden so viele Ressourcen gespart. Also man braucht ja nicht
immer wieder was Neues zu kaufen, das dann irgendwo steht, sondern man hat ein Inventar, wie du es nennst oder wie ihr es nennt, so ein Katalog von den Sachen, die man gerne immer wieder benutzen kann. Also wirklich eine ganz tolle Idee, ganz tolle Sache.